In der kommenden Woche erwartet uns eine neue Dokumentation von Wim Wenders in den deutschen Kinos und sie beschäftigt sich mit dem aktuellen Papst. Und aus meiner Sicht gibt es einige Gründe, warum man sie sich anschauen sollte. Und damit geht es hier jetzt um Papst Franziskus, ein Mann seines Wortes. Seit dem 13. März 2013 ist Papst Franziskus als 266. Bischof von Rom im Amt und bereits die Wahl des Beinamens Franziskus, der zum ersten Mal angenommen wurde und von Franz von Assisi abgeleitet ist, zeigte früh auf, dass dieser Mann nicht für eine Kirche des Reichtums, sondern für die Aufopferung gegen die Armut steht. Denn Papst Franziskus, dessen bürgerlicher Name Jorge Mario Bergoglio ist, kennt genau diese Armut sein ganzes Leben lang aus seinem Heimatland Argentinien und hat sich der Bekämpfung dieser verschrieben. Und er geht als Beispiel voran. Ob die Anprangerung der Kurie und ihrer Krankheiten wie Gier und Eitelkeit, ob der Bezug einer kleinen Wohnung und der Verzicht auf pompöse Statussymbole, ob das Reisen durch die ganze Welt und das direkte Begegnen des Leides, dieser Mann ist zwar der Anführer der römisch-katholischen Kirche, agiert aber weit darüber hinaus und macht weltliche Themen wie Umweltschutz und Flüchtlingskrise zu den Prioritäten seines Wirkens. Non è debolezza la tenerezza, è fortezza. O Papa sta con voi. Abbiamo tanto da fare e dobbiamo farlo insieme. Papst Franziskus, ein Mann seines Wortes. Geht 96 Minuten, ist ab 0 Jahren freigegeben und startet ab dem kommenden Donnerstag, dem 14. Juni 2018 in den deutschen Kinos und ist eine neue Dokumentation von Wim Wenders. Und wenn man über dieses Thema spricht und über Papst Franziskus, braucht es, glaube ich, ein paar einleitende Worte, weil wann immer es um Religion geht, sind oft viele Vorurteile und Meinungen beihergebracht und oft eine Diskussion im Gange, die schnell auch in Rage enden kann. Tja, wie fängt man ein solches Thema dann an? Erst einmal finde ich, dass diese Dokumentation aus vielen filmischen Gründen und mit tollen Bildern bestückt, sehr berührend, sehr nah ist und eine Person sehr nahe bringt, der man wahrscheinlich im Leben nie persönlich begegnen wird. Und vor allem ist Papst Franziskus ein Mann, der doch versucht, vieles zu verändern, zu reformieren, soweit er vielleicht kann und Dinge ganz anders angeht. Das war seit 2013 klar und ich finde, wenn man in den Medien verfolgt, was man erleben kann und auch diese Dokumentation sieht und generell in diesem Hintergrund recherchiert, stellt man fest, dass er vieles davon versucht, wirklich zu tun und das nicht bloß leere Worte am Anfang waren. Aber das Thema Religion selbst, und darüber möchte ich erst einmal was an dieser Stelle sagen, ist etwas, das nun mal unsere Menschheitsgeschichte in großen Teilen mit begleitet, zumindest in den letzten tausenden Jahren. Und es ist eben eine Geschichte, wo viele oder jeder eine Meinung haben kann, an Gott zu glauben, einer Religion zu folgen oder eben nicht. Aber so oder so werden wir alle von diesem Thema beeinflusst. Und ich persönlich bin Atheist, muss aber immer wieder sagen, dass ich mein Leben lang, zumindest seit meiner Jugend oder auch davor in den jüngeren Jahren, schon immer vom Christentum und auch dem Islam im Freundes- und Familienkreis immer begleitet wurde und auch viele tolle Eindrücke gewinnen konnte. Vor allem, wenn es um Werte, zusammenhängende Werte, Familie geht und auch den Austausch. Ich habe dabei sehr viel bereichernde und interessante Stellungnahmen bzw. Blickpunkte über das Leben persönlich bekommen und oft sind viele Leute, die daherkommen und ganz zu Beginn schon mit einer Meinung auftreten, eher den Versuch erlegen, mit einer gewissen Respektlosigkeit eigentlich einen Boden kaputt zu machen, auf dem so viel Nährreiches wachsen könnte, wenn es darum geht, miteinander als Menschen zu sein, als Menschen zu existieren. Und dabei ist Religion und die Frage, ob Gott existiert oder was man als Gott empfindet oder ob es eher eine Struktur von Werten ist, mal ganz dahergestellt und auch Wissenschaft natürlich ein wichtiger Standpunkt. Und wenn man diese Dinge vielleicht irgendwie zusammenpacken kann in ein weltliches Interesse und Aufgaben, denen die Menschen letztendlich in ihrer Gesamtheit gegenüberstehen, dann ist das zumindest ein Ansatz, wo ich sagen muss, dass mir diese Person des Papst Franziskus doch durchaus imponiert an dieser Stelle, weil er eben darüber hinaus, und damit will ich jetzt zur Dokumentation überleiten, hier zumindest kein Film porträtiert wird, der sehr religiös geschwängert ist, sondern eher sehr sich um Werte dreht und dem, wie wir miteinander umgehen sollen. Klar kann man jetzt sagen, die katholische Kirche, es gibt kaum eine reichere Institution, aber es geht jetzt um diesen Mann und es geht um sein Amt und es geht um seine Zeit seit 2013 und auch woher er kommt. Und er ist da einer, der eben viel gesehen hat, noch viel Leid erlebt hat. Und da muss ich sagen, und imponiert mir diese Dokumentation, weil sie eine Kombination ist aus Bildmaterial, dem zwei Männer, die ständig den Papst begleiten und Dinge filmen, eben unglaublich krasse Bilder auffangen von verschmutzten Favelas, von Flüchtlingen,
Flüchtlingsbooten, die kentern und Menschen, die zu ertrinken drohen, bis hin zu Menschen, die nach Flutwellen zerstört dastehen und kein Zuhause mehr haben. Und immer wieder dieser Mann mittendrin, der versucht, eine Art Hoffnungsschimmer zu sein für Tausende, Zehntausende, Hunderttausende oder gar Millionen Menschen. Und das sind sehr eindrucksvolle Bilder, die gepaart werden mit 4 Audienzen, die Regisseur Wim Wenders selbst eben mit diesem Mann hatte und dabei eben die Möglichkeit gibt, sehr wirkungsvoll daherzureden. Weil so hat man immer wieder das Gefühl, in dieser Dokumentation würde man sich nur anhören, was Papst Franziskus sagt über das Thema Liebe. Und wir sehen es ja auch in dem zweiten Trailer, wo er sagt, man kann lieben, man kann hassen. Aber wenn man nicht hassen könnte, hätte man gar nicht die Wahl zu lieben, der sich aber auch stark macht für die Frauen, für die Rolle der Frauen, der aber auch Homosexualität akzeptiert. Und das sind alles große Veränderungen für eine Institution, die doch hart konservativ ist und dabei viele Bilder auch kreieren, wenn viele geistliche Führer der Welt zusammenkommen, um bestimmte Dinge zu zelebrieren, wo ich sagen muss, das ist für mich persönlich ein Schritt in die richtige Zukunft. Das ist eine Zukunft und ein Gedanke, in den ich gerne hineinschaue. Und so haben sich diese 96 Minuten ein Stück weit zwar geschaut, als wäre es auch eine große Werbung für diesen Mann, aber es wirkt dennoch nicht so, als hätte man hier klar irgendeinen Druck machen wollen, irgendwie dargestellt zu werden. Es wirkt dabei aber einfach irgendwie ehrlich und nah. Und das sage ich deswegen auch so fast ein wenig verwirrt, weil ich diese Dokumentation geschaut habe und dann in Ruhe habe eine Woche wirken lassen und jeden Tag danach wieder darüber nachgedacht habe, mir auch mal den Trailer angeschaut habe, immer wieder wie bestimmte Bilder unter die Haut gefahren sind und mich berührt haben. Und das sage ich als jemand, der wirklich versucht, sehr neutral ranzugehen, weder mit Vorurteilen behaftet, noch mit einer besonderen Liebe und einem überhöhten Respekt an dieser Stelle. Und ich habe mich dann auch im Rahmen dieser Dokumentation und Vorbereitung mit Wim Wenders selbst treffen dürfen und werde auch noch ein knapp 20-minütiges Interview hochladen, um dann noch mehr Eindrücke zu sammeln. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich würde die auch noch ein zweites Mal anschauen. Und deswegen sage ich an dieser Stelle, ist das Interessante, weil man eben diesem Mann sehr nahe kommt, auch Wim Wenders sich als Regisseur recht rausnimmt, versucht nicht irgendwie in den Vordergrund zu treten, vor der Kamera zu agieren, nur mit leichten Voice-Overn herarbeitet, woher der Name Papst Franziskus kommt und in anderen Bildern immer wieder zusammenhängt, dann mit Voice-Over erzählt, um zu kreieren, was die aktuellen Herausforderungen sind, aber in weiten Teilen immer nur die Bilder sprechen lässt und den Papst selbst zu Wort kommen lässt und das kombiniert mit einem Szenenbild, das dadurch rund um den Erdball führt und immer wieder gigantische Ausmaße eigentlich von Problemen, vor denen wir stehen, herbeiführt und trotzdem auch immer etwas Lockerheit gibt, weil dieser Mann eben doch mit seinem Charisma auch mal zum Witz gelegen ist an dieser Stelle, während er zum Beispiel die Kurie anprangert und all die Krankheiten dort auflistet, die dort herrschen und dabei im Grunde klar machen will, dass er verändern will, wie weit das jemand kann, der an der Spitze steht, weil dahinter natürlich ein großer Apparat steht, sei mal dahingestellt. Und man kann generell über dieses Thema wahrscheinlich einen ganzen Abend locker philosophieren und diskutieren und auch streiten, sodass es schwierig ist, hier auf den Punkt zu kommen, weswegen ich mich mehr auf den Film jetzt dann noch weiter fokussieren muss. Das neben den Szenenbild die Musik kurz zu erwähnen, die oft manchmal recht groß draufgepackt ist, aber in den richtigen Momenten für mich persönlich berührend. Kostüm und Make-up und Effekte, über sowas brauchen wir gar nicht reden. Was aber interessant ist, weil wir normalerweise ja Filmkulissen in Hollywood-Blockbustern haben mit Hunderten oder Tausenden Komparsen. Zumindest war das früher noch, bevor die ganze CGI-Welt so Einzug erhalten hat. Wenn man hier einfach diese Massenbilder sieht, auf dem Petersplatz oder genauso, aber auch Menschen, die einfach nur den Papst sehen wollen und er fährt irgendwo mit seinem Kleinwagen lang und da stehen Zehntausende am Rand und die alle nur winken und freuen und einfach glücklich sind, diesen Mann zu sehen, dann ist das schon krass, wenn man sieht, wie jemand so viel Hoffnung und Liebe verbreiten kann und auch ganz klar sagt, dass aus dieser großen Macht und Verantwortung einfach nur folgt, dass man extrem demütig sein muss und dienen muss, weil man sonst in der Versuchung erlegen ist, daraus die falschen Dinge zu ziehen. Und ich glaube, oder man glaubt ihm das zumindest, in diesem Film extrem. Und so hat man manchmal das Gefühl, würde man diese Aussagen nur alleine hintereinander hören, würde es sich so anfühlen, als würde man sie von einem Abreißkalender ablesen. Aber so ist es überhaupt nicht. Und deswegen muss ich ganz ehrlich sagen, wenn man mich fragt, was mag ich an dieser Dokumentation? Ich finde, das sind extrem beeindruckende Bilder, die hier gesammelt werden in 96 Minuten. Sie durchbricht das Thema Religion generell, über das man diskutieren kann. Aber es fühlt sich eher an wie das Porträt eines Menschen als das Porträt eines geistlichen Führers. Ich finde, die Dokumentation halt nach, weswegen ich sie bewusst habe, erstmal nachwirken lassen bei mir persönlich. Sie ist sehr interessant, hat etwas zutiefst Menschliches, auch Glaubwürdiges und sorgt immer wieder für Gänsehautmomente und hat eben eine Nähe, wo ich nicht unbedingt damit gerechnet hätte, dass eben diese Nähe tatsächlich erzeugbar ist auf diese Art und Weise. Und das liegt auch daran, dass Wim Wenders sich eben rausnimmt, auf der einen Seite als der Filmemacher und auf der anderen Seite der Papst aber eben auch zulässt, in diesen Audienzen einem so nahe zu kommen. Damit ist diese Dokumentation viel weltlicher, als ich angenommen habe und damit eigentlich für jeden relevant und keine übergeordnete Religionsdiskussion, die man in den Raum stellen muss, auch wenn man sie generell nie verneinen oder vermeiden kann, weil es ist nun mal Geschichte und es sind viele Kriege und es ist viel Leid im Namen von Religion und Glaube in der Geschichte der Menschheit angerichtet und angestellt worden, aber wir beschränken uns eben auf einen aktuellen Zeitraum und das möchte ich noch mal heraussehen mit diesem Film an dieser Stelle und das ist danach diskutierbar und allein das ist schon sinnvoll genug, weil wenn immer man diskutiert,
diskutiert, statt abzublocken oder respektlos zu sein oder nur für sich sein eigenes Weltbild zu erschaffen, schafft man Austausch. Und dieser Austausch führt immer eigentlich zu einer Bereicherung und vor allem auch der Möglichkeit, zu hören und gehört zu werden. Übrigens auch ein übergeordnetes Thema in dem Film, dass die Menschheiten oder die Menschen in der Schnelligkeit wieder lernen müssen, zuzuhören und damit man wieder zurück will zu grundrespektierbaren und wichtigen Dingen. Und deswegen muss ich sagen, eigentlich ist diese Dokumentation für mich eine Empfehlung für jeden. Und ich weiß auch, dass jetzt diese Review etwas diffus war, aber glaubt mir, es prasseln viele Eindrücke auf einen ein. Und das ist nicht nur das rein Filmische, was man erlebt bei Papst Franziskus, ein Mann seines Wortes, sondern auch dieses große Thema, zu dem natürlich auch jeder irgendwie einen Standpunkt hat. Wie will man das unter einem Hut bringen? Aber ich hoffe, ich habe trotzdem Anreize setzen können, um sich zu sagen, okay, da sollte ich vielleicht mal einen Blick reinwerfen in diese Dokumentation. Ab dem 14. Juni startet sie. Übrigens, alle Einnahmen werden gespendet, die mit diesem Film erzielt werden. An dieser Stelle sei das noch erwähnt. Und Dokumentationen unterliegen bei mir ja keiner Wertung. Aber damit bin ich am Ende meiner Review zu Papst Franziskus, ein Mann seines Wortes. Am 14. Juni kommt er raus und ich wünsche euch ganz viel Spaß im Kino.